Ich möchte euch beibringen, wie ein Diamondfly funktioniert. Das ist eine weitere Tarp-Aufbau-Variante. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp auf den Boden. Als zweiten Schritt macht man den Tarp auseinander. Und zwar so, dass diese eine Ecke hier direkt an diesem Baum dran ist. Das ist ganz wichtig, dass diese Ecke an diesem Baum dran ist, weil dieser Baum, der wird gleich so richtig benutzt dafür. Und es ist ganz wichtig, dass der nicht verkehrt rum, sondern richtig rum ist, dieser Tarp. Genau, weil das gehört sich so für diese Tarp-Aufbau-Variante, dass der richtig rum ist. Jetzt nimmt man ein Stück Paracord und spannt diese Ecke so weit wie möglich an diesen Baum hier oben dran. Jetzt benötigt man drei Heringe, und zwar der eine Hering, der kommt genau hier rein, an dieser letzten Ecke. Der wird hier so richtig rangespannt. Der zweite Hering kommt hier rein. Und der letzte Hering kommt hier an der anderen Seite rein. Fertig ist der Diamondfly. Das ist diese Tarp-Shelter-Aufbau-Variante. Diese Aufbau-Variante ist voll cool. Ich mag das. Da passen zwei Leute rein. Die kann ich nur empfehlen. Wenn ihr noch weitere Tarp-Shelter-Aufbau-Varianten kennt, die ich noch nicht reingenommen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Ansonsten schaut euch meine Playlist an, die habe ich auch unten in der Beschreibung verlinkt, von allen Tarp-Aufbau-Varianten. Genau, das ist lehrreich. In diesem Video zeige ich euch, wie ein Tortilla funktioniert. Das ist ebenfalls eine offene Tarp-Aufbau-Variante. Aber ich würde den eher für einen Badesee empfehlen, für einen Sonnenschutz und so. Deswegen gebt euch das auch.